Das ist der Cash-Börsentag vom Freitag, den 6. Dezember. Wo ist die Weihnachtsrallye, fragen sich die meisten Anleger. Der SMI ist in den letzten Tagen mehr ab als aufgegangen. Wie geht es weiter in den nächsten Monaten und wo soll man als Anleger investiert sein? Die und andere Fragen gehen dann an Otto Waser. Er ist Leiter Investment Research bei der R&A-Gruppe. Herr Waser, normalerweise ist ja Mitte November oder im Verlauf von der zweiten Hälfte November immer so ein bisschen stark zur Weihnachtsrallye. Das Jahr sieht es völlig anders aus. Seit ein paar Tagen geht es nur noch bergab. Was ist gelaufen? Wir haben gesehen, die Börsen brauchen immer ein bisschen etwas, das aufgehen. Sie brauchen bessere Wirtschaftsnachrichten, brauchen bessere Unternehmensgewinne oder von den Notenbanken eine Liquiditätsspritze. Wir haben eigentlich in Europa im frühen Sommer das letzte Mal gehört, dass die Eurozone-Wirtschaft aus der Rezession herausgekommen ist. Und das war die letzte grosse positive Neuigkeit gewesen. Und seither haben wir nicht mehr allzu viel, was uns nach oben treibt. Und darum sind wir auch eher so ganz leicht am Aufkraxeln. Das Viertquartal ist sicher immer ein positives Quartal und ich denke, es wird positiv bleiben. Aber es fehlt uns so ein bisschen das, was hinter der Börse steht, was uns die Höhe treiben sollte. Wir haben gerade den Chart eingeblendet vom vierten Quartal. Man sieht, wie Sie gesagt haben, er tut sich langsam aufkraxeln. Es kommen immer die Rückschläge. Das ist in dem Fall ein kleines Abbild von der Auslage, die wir im Moment haben. Das ist absolut so. Ich denke, um die Börse wirklich weiterzubringen in den nächsten Monaten, brauchen wir vor allem aus Europa, vor allem aus der Eurozone noch ein bessere Zahlen. Die Wirtschaft ist zwar aus der Rezession raus, aber sie ist noch nicht wirklich in einem selbsttragenden Aufschwung drin. Und da müssten wir noch etwas Besseres sehen. Die andere Möglichkeit ist, dass wir von Amerika noch vor dem Jahresende ein bisschen bessere Zahlen sehen und dort noch einen kleinen Schub bekommen, aber es würde wahrscheinlich ein kleiner bleiben. Also von dort, die grosse Bewegung nach oben, die haben wir gesehen für dieses Jahr? Ich denke schon. Was heisst das für den Anleger, wenn er jetzt schon ans nächste Jahr denkt? Eben, Sie sagen, das Jahr ist eher ein bisschen ausgereizt. Das wäre jetzt eigentlich die Zeit, wo man sich neu positionieren könnte. Absolut. Die Frage ist letztendlich, was für ein Umfeld sind wir drin? Wir sind in einem Umfeld, wo die Weltwirtschaft immer noch nicht ganz auf Volltouren ist, aber 2014 sollte doch ein bisschen besser werden als 2012, 2013. Also von der fundamentalen Sicht spricht eigentlich wenig gegen Aktien. Nullzinsen sind immer noch keine wirklichen Alternativen im festverzinslichen Bereich. Also ich denke, vom Grundsatz her sind wir nach wie vor in einem Aktienumfeld, auch wenn man sicher die Ertragserwartung ein bisschen runterschrauben muss. Und auch die Risikolage ist nicht null. Also von dieser Seite her würde ich sagen, ja, ein Aktienjahr, aber doch ein bisschen verhalten und in dem Sinn vielleicht mit ein bisschen Cash umfahren, dass man auch Korrektur könnte nutzen, um neue Engagements zu machen. Auffällig ist ein bisschen Schere, was sich auftut. Einerseits die Aktienkurse, die deutlich angezogen haben in diesem Jahr, dann auf der anderen Seite die Gewinnentwicklung, die nicht ganz hat mögen Schritt halten. Das birgt ein bisschen Gefahren in sich. Das ist absolut so. Wir haben dieses Jahr eigentlich in Europa insgesamt noch ganz leichte negative Gewinnentwicklung. In den USA leicht positiv, aber sicher viel weniger positiv, als die Aktienbörse rauf ist. Das nächste Jahr sind die Gewinnerwartungen der Analysten im Schnitt im zweistelligen Bereich, also im Bereich 10-15% für Europa und für die USA. Das ist ja relativ hoch. Das ist relativ hoch, ist im jetzigen Wirtschaftszyklus, also in der frühen Phase der Erholung für Europa, durchaus zu machen. In den USA ein bisschen schwieriger, aber die Unternehmen müssen zuerst einmal die Gewinnerwartungen erfüllen. Wenn sie es allerdings erfüllen, ist es gut. Wenn sie aber Gewinnerwartungen wie das Jahr eigentlich eher am unteren Ende erfüllt werden, beziehungsweise sogar Gewinn näher bei Null sind oder im einstelligen Bereich wachsen insgesamt, dann wird es schwierig werden für die Börse. Wobei, wenn die Erwartungen hoch sind, ist ja die Chance, dass man es verpasst, ja umso grösser. Also von dort her hat es schon einigermaßen ein Rückschlagpotenzial für nächstes Jahr drin, falls die Erwartungen verfehlt werden. Absolut. Ich meine, wir sind auch seit gut anderthalb Jahren fast in einem ungebrochenen Aufwärtstrend in der Börse drin. Und das in der ersten Jahreshälfte mal die ein oder andere Enttäuschung kommt oder die ein oder andere Gewinnwarnung kommt, die ein oder andere Wirtschaftszahl nicht stimmt, dass es zu einer Korrektur, durchaus zu einer rechten Korrektur kommt. Ich denke, die Chance ist doch relativ gross. Wenn man jetzt aus der Sicht des Anlegers schaut, wie kann man sich dagegen schützen? Heisst das, dass man vielleicht andere Anlageklassen als nächstes wieder ein bisschen höher bewerten sollte? Es ist relativ schwierig, andere Anlagenklassen anzuschauen. Wenn man die Rohstoffe anschaut, das Gold anschaut, Gold bringt keinen Ertrag. Das ist wie das Bankkonto mit Null. Also man muss dort höhere Kurs haben. Eine Aktie bringt eben doch noch einigermaßen Rendite. Wenn ich an Zürich anschaue, Swiss Re über 6%, Nestle so um 3% herum. Das ist auf ein paar Jahre, 10 Jahre gerechnet. Bei 3% sind es 30%. Also in dem Sinne denke ich, schafft Zeit, auch wenn da am Kurs nicht viel passiert, schafft Zeit eigentlich für den Anleger. Und in dem Sinne denke ich, auch mit ein bisschen bescheidenen Ertragserwartungen, spricht es eben durchaus noch für die Aktien. Also Sie glauben, dass wir immer noch wirklich in der Dividendentitelperiode drin sind, wo man unbedingt schauen sollte, dass man eben auch Titel hat, die eine höhere Dividendenrendite am Anleger ins Portemonnaie schüttet?
Ich denke, es ist eine Mischung. Ich würde die ganz extrem hohe Dividenden haben, sind oftmals auch ein Risiko, dass die Dividende vielleicht nicht nachhaltig ist. Wichtig ist, dass die Dividende nachhaltig ist. Und die beste Mischung für uns ist immer ein bisschen eine Mischung zwischen Wachstum und einer angemessenen Dividende. Das ist das, was ich denke, wo mittelfristig das Beste bringt. Weil wenn sie gar nicht wachsen, hohe Dividenden haben, ist es, wenn es mal einen Kursrückschlag gibt, doch immer wieder sehr schwierig, halt aus dem Loch rauszukommen. Wenn man jetzt mal den Schweizer Markt anschaut, welche Aktien gefallen Ihnen dort am besten, jetzt, sagen wir jetzt mal, aufs nächste Jahr rausgesehen? Wir haben ganz generell eigentlich zwei Themen, die erfahren. Das Langfristthema ist immer noch Schwellenländerwachstum. Wenn das Wachstum im Moment sicher nicht mehr so hoch ist, wie es vor der Finanzkrise war, wir haben doch immer noch etwa 2,5 mal so viel Wachstum mittelfristig in Asien, wie wir das in Westeuropa und insbesondere aber auch in den USA haben. Also von dem her gesehen, Unternehmen, die in diesen Schwellenländern exponiert sind, die finden wir nach wie vor attraktiv. Wenn ich einen Swatch Group oder einen Richemont anschaue, dann sind die auch bewertungsmässig noch nicht im Himmel, aber die sind so ein Swatch Group mit nächstes Jahr Gewinn, Bewertung unter 16 Mal. Das ist durchaus noch vertretbar und ich denke, das ist für das nächste Jahr und auch für die nächsten paar Jahre durchaus ein interessantes die Aktie. Wir dürfen nicht vergessen, auch Nestlé hat über 50% vom Gewinnwachstum kommt aus Schwellenländern raus. Also dort haben wir eigentlich ein gutes Thema im Portfolio drin. Das zweite Thema ist dann die leichte Erholung in Europa. Aber dort muss man wirklich noch von einer leichten Erholung reden. Jetzt gerade Swatch und Richemont, die haben ja immer deutlich reagiert, wenn Meldungen aus China gekommen sind, sowohl positiv wie negativ. Die sind halt einfach dem Thema ein bisschen ausgesetzt. Das ist ja so. Ich meine, es ist nicht eine Einbahnstraße. Aber ich denke jetzt, die letzte Plenarsitzung vom Zentralkomitee hat doch gezeigt, dass es mit Reformen ernst gemeint ist. Man will in den nächsten Jahren China stabilisieren, man will Stabilwachstum erzeugen und bringen. Und ich denke, so ein Wachstum von etwa 7% ist politisch sehr gut abgesichert in China. Ich denke, wenn es schlechte Nachrichten gibt aus China, ist das durchaus eine gute Zeit, um so Aktien zu kaufen. Und wenn es wieder mal eine Euphorie hat im März, dann kann man die Aktien wieder geben. Aber ich denke auch, China wird nicht ganz so schnell von der Wachstumskarte verschwinden, wie es vielleicht gewisse Leute im März auch sehen. Ich meine, 7% ist eigentlich immer noch ein schönes Wachstum. Es ist halt einfach nicht mehr so hoch, wie es zu Spitzenzeiten war. Das andere ist nicht nachhaltig, nicht machbar langfristig. Also um 7% in den nächsten paar Jahren, denke ich, noch machbar. Und dann ein bisschen später, also spätestens ab 2020, muss auch China dann irgendwann mal mit 4-5% zufrieden sein. Wir haben jetzt von den grossen Aktien gehört, von den Large Caps. Es wird immer wieder empfohlen, kleinere Aktien beizumischen ins Portfolio. Wie sehen Sie das? Ich denke, vor allem der Schweizer Markt hat eine sehr gute Auswahl von kleineren und mittelgrossen Unternehmen. Ein Haufen Weltmarktführer, qualitativ gute Unternehmen. Und das sollte man als Segment, denke ich, fast in allen Phasen im Portfolio rein haben. Es ist immer eine Ergänzungsanlage. Es sind nicht immer die liquidesten Aktien, aber vom Grundsatz her sehr interessant. Sie sind Aktien, die so 2011 noch nicht so gut gelaufen sind. Das letzte Jahr und vor allem jetzt dieses Jahr sind ein Haufen von den Aktien wieder neu entdeckt worden. Ich denke, da hat es das eine oder andere, was durchaus interessant ist. Aber was denken Sie da zum Beispiel? Ja, wir haben verschiedene Sachen. Jetzt, wir haben einen Bucher, der interessant ist, der im dritten Quartal mit 8% organischem Umsatzwachstum sehr gute Vorlagen können bieten, die, denke ich, auch Umsatzwachstum wieder bringt im nächsten Jahr. Wir haben einen Phoenix Mecano, der sicher ein grosses Europa-Geschäft hat, aber weil Europa, denke ich, zumindest nicht schlechter wird, auch da die nächsten 2-3 Jahre Chancen sich bietet, oder sogar mit einem kleinen Wert, wie mit einem Interroll. Ich nehme jetzt mal an, Interroll ist jetzt ein Wert, den sich die wenigsten nicht kennen. Wir haben dazu einen Chart vorbereitet über die letzten 12 Monate, damit wir uns mal anschauen können. Wir sehen, er ist von 330 Franken auf 470 auf, das ist ein Plus von praktisch 50%. Was hat die Aktie in den letzten 12 Monaten so angetrieben? Ich denke, es war eine vernachlässigte Aktie gewesen, vor allem 2012. Man hat dann plötzlich gesehen, die Welt wird doch ein bisschen besser und nicht mehr ganz so schwach wie vorher. Man hat sich langsam wieder ein bisschen aus der Large Cap rausgewagt, ein bisschen stärker in die Mid- und Small Caps hinein. Ich denke, das steht dahinter. Und auf der anderen Seite hat auch Interroll allmählich, nachdem es doch zäh war mit der fundamentalen Erholung nach der Finanzkrise, haben wir jetzt so in den letzten 12 Monaten auch wieder bessere Zahlen gesehen. Interroll ist im Logistikbereich tätig, das heisst, sie sind ja ziemlich eine zyklische Aktie. Der Zyklus spricht in dem Fall im Moment ja für die Titel. Das ist ja im Moment so die Phase, wo man auf Zyklik setzt. Also dort sind sie voll im Trend. Das ist es auch. Aber ich denke, man sollte nicht nur auf Zyklizität schauen. Man sollte auch darauf schauen, ob das Unternehmen eben auch langfristig gut positioniert ist. Also wenn die Zyklizität vielleicht einmal in einem Abschwung eben nicht mehr stimmt, dass man auch nach dem Abschwung eben eine Marktposition hat in einem Unternehmen, wo auch garantiert, dass man nach einem Abschwung eben als Unternehmen noch da ist. Und dort ist Interroll mit der Marktführerschaft, vor allem im Bereich der Förderbänder,
sagt das in den Flughäfen. Es wird immer mehr geflogen in der Welt, insbesondere bei den Schwellenländern. Da gibt es eine grosse Nachfrage. Sie sind im Nahrungsmittelbereich. Hygiene ist immer wichtig, auch wieder in Schwellenländern. Und dort sind sie sehr gut positioniert. Und ich denke, mit dieser Positionierung ist Interroll für die nächsten paar Jahre, wahrscheinlich für die nächsten 10 Jahre, durchaus ein interessanter Ergänzungswert für ein Depot. Obwohl sie jetzt in diesem Jahr so viel zugelegt hat, das ist durchaus hat es da noch Raum nach oben in dem Fall. Ich denke, der Titel ist nicht überteuert, der Titel ist etwa so im historischen Durchschnitt bewertet. Und wenn noch ein bisschen noch Gewinnwachstum kommen könnte, was wir durchaus erwartet, haben wir durchaus noch ein bisschen Platz. Ich würde sicher eher mal in eine Schwächephase kaufen, aber also auf ein paar Jahre raus, denke ich, hat es durchaus Platz. Wir werden es sehen, Waser. Besten Dank für den Besuch im Studio und Ihre Ausführungen. Das war es vom Cash Börsentag. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Schönes Wochenende und auf Wiedersehen.